Da sitzen zwei vorne und zwei hängen oben raus. Aber ich und der Porsche, wir denken uns einfach, Bruder, System ausgedribbelt, wenn wir außen rumfahren. Das nächste Mal, wenn ich dich hier posten sehe, kriegst du Platzverweis und dann ist heute Ende, ja? Ach, YouTube, guten Morgen, wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag? Ich bin jetzt echt lang nicht mehr Bike gefahren, weil das Wetter absoluter Rotz ist. Deswegen muss ich sogar jetzt die Nächte nutzen, wo es trocken ist, dass ich ein bisschen fahren kann und ein bisschen Videos aufnehmen kann. Weil die letzten Tage hat es nur geregnet. Es regnet, no joke, seit 2 Wochen in München. Jetzt ist es 2 Tage sonnig. Und wahrscheinlich regnet es dann wieder 2 Wochen. Es ist so ein Dreckswetter in dieser Stadt. Es ist unglaublich, Mann. Aber ich wollte gar nicht darüber jetzt abrenten, was für ein Dreckswetter München hat oder so. Ich wollte euch kurz sagen, was wir dieses Video machen. Jetzt gerade ist Sonntag. Oder vielleicht ist jetzt schon Montag, je nachdem wie viel Uhr es ist. Auf jeden Fall, heute ist das EM-Finale. Die sind jetzt gerade in die Elfmeter gegangen und dann bin ich halt losgefahren, weil ich keinen Bock hatte, mehr Elfmeter zu schauen. Sollte es zu dem Fall kommen, dass Italien wirklich gewinnt, ich glaube, die Stadt wird auseinandergenommen. Weil, Digga, als Italien das Viertelfinale gewonnen hat, die Straßen waren voll. Und wenn sie jetzt die EM gewinnen, Bruder, ich weiß halt gar nicht, ob ich dann in die Stadt überhaupt fahren kann. Nicht, dass die Polizei alles absperrt. Aber das Beste ist halt, ich habe wirklich gar keine Ahnung, was das Ergebnis ist. Weil die haben gerade ein Elfmeterschießen begonnen, dann bin ich halt losgefahren. Ich glaube, jetzt sollte es langsam vorbei sein. Wir werden sehen, wie die Leute drauf sind auf der Isar und so. Hat Italien echt gewonnen, Digga? Digga, was geht da? Ja, Italien hat gewonnen. Aber Digga, die haben echt die Straße zugemacht. Digga! Yo! Da sitzen zwei vorne und zwei hängen oben raus. Die Sache ist, ich habe jetzt nicht mal Ahnung. Ich habe jetzt gar keinen Plan, ob ich angehupt werde oder nicht, Digga. Kann ich auch hupen? Piep. Hä? Digga, wo soll ich jetzt hinfahren? Also ja, natürlich machen die jetzt die Leopold zu, weil die wissen, dass die Leute nicht mehr normal sein werden. Und Digga, mir ist halt eingefallen, ich kann vorne ja nicht zurückfahren. Ich muss ja wieder umdrehen. Für Fahrradfahrer gilt kein rechts von links. Leute, ich glaube, wir dürfen nicht zurück auf die Leopold. Ach Mensch, die blöde Polizei ruiniert wieder mal alles. Bro, ich verstehe schon, dass ihr alle brutal happy seid, aber ich würde halt gern durch die Stadt zurückfahren, Mann. Oh, das sind die neuen Lichter vom BMW, wo der Grill auch beleuchtet wird. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mensch, nicht über Rot gehen. Ist da auch gesperrt. Ja, kompletter Verkehrskollaps. Aber ich und der Porsche, wir denken uns einfach, Bruder, System ausgedribbelt, wenn wir außen rumfahren. Bruder, ich und der Porsche, wir schwimmen auf einer Wellenlänge, Digga. Mission failed. We'll get them next time. Haben wir doch nicht das System ausgedribbelt. Digga, die Suche, wie ich nach Hause komme, beginnt jetzt. Ah, jetzt komme ich da bei der großen Kreuzung raus, ne? Umdrehen. Oh Mann! Ich will doch nur nach Hause. Bro, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinkomme. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich weiß nur, dass ich nach Hause will. Eigentlich habe ich Vorfahrt. Danke dir, Bruder. Wieso hast du Warnblinker an? Ah, da? Ich weiß, wen ich verfolge. Ich verfolge das Erl-Auto. Weil der will hier auch ganz schnell raus. Naja, Leute. Nee, Digga, ich ziehe jetzt durch, bis ich eigentlich auf dem Ring bin. Ihr müsst mitbekommen, wie das hier abgeht. Komme ich jetzt raus? Bitte? Ich will hier nicht mehr sein. Polizei, lasst mich einfach gehen. Oh mein Gott, Zivilisation? Ja, ja, ich hab's rausgeschafft. Ja komm, ihr müsst nach rechts, es geht nicht anders. Ich weiß gar nicht, ob man mich jetzt noch überhaupt hört, solange die hier alle rumhupen. Ja genau, hupt halt rum, kann ich kein Video mehr machen. Naja, wie ihr seht, ich habe es rausgeschafft. Das heißt, ich beende noch langsam mal das Video, weil ich fahre jetzt nach rechts und dann wird, denke ich mal, der Ring noch offen sein. Hoffe ich. Bro. Digga, was geht hier ab, Mann? Wo bin ich gelandet? Ich?
Das nächste Mal, wenn ich dich hier posten sehe, kriegst du Platzverweis und dann ist heute Ende, ja? Alles klar, danke dir. What the f, Digga? Ich hab den einfach weggeschickt von meinem Auspuff, weil er hinter mir stand. Polizist habe ich jetzt aber auch nicht verstanden, Digga. Die sind alle da am Rum. Da gebe ich einmal ein bisschen Gas und ich krieg Ärger, weißt? Naja, da kann man jetzt ewig lang diskutieren, wer da im Recht war, wer nicht, bla bla bla. Er hätte mich auch anhalten können, einmal alles kontrollieren. Warum fahre ich auf Busstreifen? Also von daher passt das schon. Da ist ja doch noch was zum Ende passiert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, zeigt das Video all euren Leuten, die ihr kennt, Familie, Freunde, Nachbarn, wie gesagt, random Leuten, die ihr auf der Straße trefft. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, yalla.